Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein ganz besonderes Video mit einer Videoreihe, die mir einfach wirklich am Herzen liegt und wo ich weiß, die dir aber auch richtig gut gefällt. Es geht um meine nächste Schminkschublade. Und wenn dich das interessiert, dann bleib am besten dran. Falls du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Yvonne und ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ja, es geht weiter mit der nächsten Schminkschublade und das wäre schon die Nummer 10. Der erste Schrank ist nun schon fertig und wir starten mit dem nächsten Alex-Schrank. Ich finde es einfach grandios. Wir sind jetzt wieder bei einer kleinen Schublade angekommen. Wir starten ja immer oben, da sind hier erst diese kleinen. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich habe noch nicht vorher gespickt und freue mich einfach schon mega darauf. Falls du dich jetzt fragst, was redet sie denn da von Schminkschubladen? Ich verlinke dir einfach mal mein erstes Video zu meiner ersten Schminkschublade, damit du sehen kannst, warum ich das Ganze tue und was das beinhaltet. Und unten in der Videobeschreibung findest du auch den Kanal von Ninas Kosmetik verlinkt. Sie ist nämlich schuld daran, dass ich mir diese Alex-Schränke gekauft habe und da Schminkschubladen rausgemacht habe. Das Ganze hat sie irgendwann mal als Idee gehabt und ich fand das einfach genial und musste es nachmachen. Ich schnapp mir also jetzt die Kamera und wir gehen gemeinsam ins Badezimmer und räumen den Spiegelschrank und meine Waschbecken-Unterschrank-Schublade mit den ganzen Produkten von Schublade 9 raus. Guck nochmal, ich sag dir, wie ich die einzelnen Sachen gefunden habe, zeige dir ein paar Looks, die in dieser Zeit mit den Produkten entstanden sind und dann schauen wir uns die Schublade 10 an. So, und damit willkommen in unserem Badezimmer. Ich habe schon mal ein Körbchen geholt, um die ganzen Produkte, die vorher in Schublade 9 waren, jetzt irgendwo eben kurz zu verstauen und sie dann rüber zu tragen. Ich habe in meinem Spiegelschrank etwas umgeräumt. Da oben steht jetzt mein Zahnputzbecher, meine Reinigungsprodukte, Seren, die Tagespflege, damit ich den Rest einfach hier unten besser im Überblick habe. Es hat mir irgendwie viel besser gefallen. Somit starten wir jetzt auch hier in dieser Reihe. Hier sind einmal die Mascaren aus der Schublade 9, die ich in Verwendung hatte. Die haben mir alle drei recht gut gefallen. Da kann ich jetzt gar nichts anderes zu sagen. Ich habe sie alle drei auch, glaube ich, gleich viel verwendet. Obwohl, ich glaube, am meisten war das diese hier. Es hat sich irgendwie, glaube ich, so ergeben, weil ich auch in diesem Zeitraum das Video von Maybelline gedreht habe und die da auch zum Einsatz kam. Und die hat mir erstaunlich gut gefallen. Von daher war das auch so meine typische Alltagsmascara. Und die von L'Oreal, wenn es mal ein bisschen mehr sein sollte. Und dazwischen eben die von Evelyn. So, dann gehen wir hier weiter. Der Concealer von Manhattan war ein Tacken zu hell, aber war vollkommen in Ordnung. Ließ sich prima verblenden, hat mir auch gut gefallen. Dann haben wir hier die Augenbrauenprodukte. Einmal diesen Brow Wiz von Anastasia Beverly Hills. Den habe ich ja schon mal aufgebraucht. Der ist einfach super mit dieser ganz dünnen Spitze. Da lassen sich einfach super mit so kleinen Härchen nachzeichnen. Leider verbraucht er sich einfach sehr schnell, aber es reicht noch fürs nächste Mal. Und dann habe ich hier jetzt ja auch noch von Catrice Clean ID so ein Brow Filling Gel. Das ist so ein Mascara-Bürstchen. Das fixiert auch recht krass. Ich habe das, glaube ich, noch nie vorher so richtig getestet. Und das mögen ja anscheinend total viele richtig gerne, die Augenbrauen sich so im Gesicht festzutackern. Ich kann da irgendwie nicht mit um. Ich habe das Gefühl, das behindert mich auch bei meiner Mimik. Vielleicht habe ich auch einfach nur extrem bewegliche Augenbrauen. Ich weiß es nicht, aber das ist jetzt nicht so mein Favorite-Produkt. Also ich habe es hin und wieder mal genommen, um einfach auch so ein bisschen durchzubürsten. Dabei hat es ein bisschen Farbe abgegeben. Aber nur damit meine Augenbrauen auffüllen, das ist nicht meins. So, da ist das. Dann gehen wir hier runter. Hier haben wir einmal die BB-Cream von Nivea. Die war im Nivea Adventskalender drin. Die habe ich, glaube ich, am meisten verwendet. Ich habe während der gesamten Zeit, wo ich jetzt die Schublade 9 verwendet habe, nicht einmal meine Asa Magic Finish verwendet. Das will schon was heißen. Die war perfekt für den Alltag. Jetzt eine ganz leichte Deckkraft, aber es hat vollkommen gereicht. Die sah auch am Abend noch gut aus. Also wer so ein bisschen leichte Deckkraft und Pflege möchte und aber nicht so viel Tamtam, der soll sich das ruhig mal angucken. Also kann ich wirklich empfehlen. Dann habe ich hier ja auch die Trend It Up Hydro Stay Mascara. Ich muss die noch zudrehen, weil die habe ich jetzt auch heute verwendet. Die ist recht gut aufgebraucht. Wir sind hier, ne? Man kann das, glaube ich, sehen. Hier sind wir jetzt.
weil ich habe da schon viel von gebraucht. Die hat mir vorher gefallen, die gefällt mir auch immer noch. Die hat eine starke Deckkraft, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Und gefällt mir aber auch ganz gut. Es gibt ja auch so Tage, da braucht man ein bisschen mehr und da habe ich eben die verwendet. Ja, und eigentlich immer im Gesicht war auch von Catrice die Prime and Fine, der Prime and Fine Primer natürlich. Der ist einfach super, ne? Diesen leicht roséfarbenen Schimmer, das ist einfach schon eine tolle Grundlage, gefällt mir richtig gut. Den von Kiko habe ich ausprobiert, in der Zeit kam jetzt auch das Kiko Video, der ist wirklich in Ordnung, aber er ist halt wirklich auch ein matter Primer. Ich werde ihn aufbrauchen, aber ich bin halt mehr der für Glow, für Feuchtigkeit im Gesicht und nicht halt so für Glätte. Ja, das habe ich fast gar nicht verwendet. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass sich so ein Fixing Spray nicht so gut mit einer BB-Cream verträgt oder ob es einfach an diesem Wasserspray lag. Also habe ich das aufgetragen und ich hatte die BB-Cream vorher drauf, dann sah das Ganze aus wie angefeuchtet im Gesicht. Also es hat sich so krisselig, es hat sich so Krisseln gebildet, ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. Es war auf jeden Fall kein ebenmäßiger Ton mehr, sondern es wurde scheckig. Das hat mir gar nicht gefallen, habe ich es einfach gelassen. Das hat auch so gut gehalten über den Tag. Jetzt weiß ich nicht. Ich probiere es bestimmt nochmal mit einer anderen Foundation, aber mit der BB-Cream in Kombination war das jetzt nicht so gut. So, es geht weiter hier. Mein Duft ist fast aufgebraucht. Der kam ja von Molten Brown. Muss man eben gucken, das ist der Flora. Kriegen wir die Schrift noch scharf, bitte? Da, Molten Brown, das ist der Flora-Duft, den mochte ich richtig gerne, aber ich habe es nicht geschafft. Das ist einfach auch krass ergiebig, da reichen 2 Sprühstoße und man duftet wirklich den ganzen Tag, da braucht es eben nicht mehr. Dann reicht so ein Fläschchen einfach sehr lange und ich habe ja auch noch andere Düfte in meinem Duftregal, so ist es ja nicht. Manchmal mag ich auch eben was anderes haben, von daher reicht der auch noch fürs nächste Mal. So, Lippenprodukte. Wir haben einmal von Maybelline den Lifter Gloss. Super Produkt. Zum Purauftragen ist es nicht so meins, aber ich habe den jetzt immer gerne getoppt. Zum Beispiel, jetzt muss ich eben gucken, ich glaube mit dem Art Deco Lippenstift. Ja, genau, das ist nämlich so ein Nude-Ton und der richtig schön meine Lippenfarbe aufpeppt und dann da drauf eben noch so ein bisschen Gloss geben für so ein bisschen einen Feuchtigkeitslook. Dann habe ich entweder diesen Lifter-Gloss hier verwendet oder eben diesen silbrig schimmernden Gloss von iHeart Revolution Chocolate. Das war auch richtig schön. Das war eine gute Kombi, das habe ich sehr häufig getragen. Von Alverde diesen Granat Diamond Kiss, der ist ja so sehr dunkel, jetzt kommt er auch wieder nicht raus, der hat so ein bisschen Startschwierigkeiten, da ist er, der ist wirklich krass dunkel, passt heute perfekt zum Nagellack, ne? Das ist ja cool, ist mir gar nicht aufgefallen, aber der ist wirklich sehr dunkel, habe ich glaube ich 2-mal getragen, als wir abends unterwegs waren, ansonsten ist das eher nichts für den Alltag. Sehr, sehr häufig auch im Alltag habe ich diesen hier getragen von M. Asam Magic Finish. Das ist ja so ein Lip Balm mit einer tollen Farbe. Man sieht immer nicht, dass man die gebraucht hat, ne? Verrückt. Aber den habe ich auch häufig getragen, hat mir gut gefallen. Genauso wie von Max Factor, das ist hier die Farbe Icy Rose, das ist ja so ein krasser Schimmerton, da musste einfach der Augenlook stimmen, ne? Weil das fällt schon auf bei meinen dunklen Haaren, dieser Farbton. Und wenn das gerade passte und die Augen so ein bisschen nudig waren, habe ich den auch gerne getragen, aber überhaupt nicht zum Einsatz kam diese Farbe hier von Magic Finish, das ist nämlich so ein krasses Rot, das muss ich eben gucken. Das ist Ruby Red. Wer Magic Finish kennt, der kennt auch diese Farbe. Das ist so ein richtig krasses Rot. Also ja, da gab es irgendwie keine Gelegenheit für. Der kommt also unbenutzt zurück in die Schublade 9. So, die Sachen waren im Spiegelschrank. Es geht an die untere Schublade. So, da haben wir hier einmal von dem Asam das Magic Finish Final Touch Setting Powder. Das habe ich ja verwendet im Wechsel quasi mit dem Love Set Refresh Powder. Dieses hier gefällt mir irgendwie einen Tacken besser, obwohl das ein bisschen roséfarben ist. Ich dachte, das würde stören, aber irgendwie gleicht das die Haut besser aus. Also hat mir ein bisschen besser gefallen. Das Honolulu Loose Powder, ja, also so ein
Bronzer in Lose ist schon eine Herausforderung, ne? Da wirklich wenig genug auf dem Pinsel zu bekommen und das dann fleckenfrei ins Gesicht, ist nicht ganz so einfach. Ich habe es ein paar Mal probiert und ich gebe denen auch noch eine weitere Chance. Und wenn es dann nicht klappt, dann muss ich ihn leider aussortieren. Von I Heart Revolution, der Highlighter Soft Shimmer Blush. Ja, es ist aber wirklich ein Highlighter, ne? Richtig schön, so einen ganz leichten Glow im Gesicht. Man sieht damit sehr gesund aus, wunderschön. Auch ein schöner Blush hier von L'Oreal. Blush of Paradise, das ist diese ganz bekannte Farbe. Million Dollar Baby. Genau, so ein Peach-Ton. Wunderschön. Und wunder dich nicht, meine Pinsel, die habe ich gerade eben gewaschen. Die hatten es dringend nötig. Darum sind sie jetzt nicht mehr hier. Von M. Asam habe ich hier noch einen Highlighter. Hollywood Glow Powder. Das war, glaube ich, ein bisschen zu golden jetzt für die Zeit. Genau, das war mir ein bisschen zu golden. Ich habe es zweimal probiert, war aber jetzt in dieser Jahreszeit nicht so meins. Das Blush von W7, Blush Rebelle. Das ist dieser dunkle Ton, siehst du auch, habe ich tüchtig verwendet, wunderschön, gerade so für den Abend, möchte ich sehr gerne leiden. Genauso wie dieser Bronzer hier von Wet n Wild, weil ja eben der W7 Honolulu Bronzer nicht so gut ankam, habe ich den hier hauptsächlich verwendet. Hat der eine extra Farbe? Sehe ich jetzt hier nicht, da oben steht was. Sunset Striptease, richtig schön. Der Highlighter von Catrice aus dieser LA, die extra für Adventskalender gemacht war, so, wo es so kleine Verpackungen nur gab, war auch ein Tacken zu golden. Ich habe ihn verwendet, aber am häufigsten eben den von I Heart Revolution. Oder diesen hier von Essence aus dem Standardsortiment, The Highlighter. Das ist die Farbe Heroic, also auch richtig schön. Nicht zur Anwendung und deswegen sortiere ich es jetzt auch aus, ist dieses hier von Lottie London. Das ist so ein metallisches Gold, siehst du jetzt hier so ein bisschen, so ein loses Puder. Das macht einfach eine Riesenschweinerei und es ist irgendwie nicht meins. Da habe ich nicht die Nerven für, deswegen sortiere ich das jetzt hier mit aus und da darf sich ein anderer drüber freuen. Die Blush-Palette von Revolution kam auch ein paar Mal zum Einsatz. Das ist diese Vintage Lace-Palette, diesen krassen Farben. Ich habe also die als Highlighter natürlich verwendet und dann einmal diesen peachigen und einmal diesen helleren. Die anderen müsste ich dann auch nochmal ausprobieren. Da hat sich irgendwie, jetzt gab es keine Gelegenheit zu. So, jetzt haben wir nur noch die Paletten da unten drin. Die nehme ich mir jetzt einmal und zeige die doch nochmal an anderer Stelle, wo wir etwas mehr Spielraum haben. Ich habe dieses Mal wirklich alle Paletten mindestens einmal verwendet. Bin ich mega stolz drauf. Five in a Box, das war die Khaki Look Palette. Richtig hübsch. Immer wenn es irgendwie schnell gehen sollte und ich mir nicht so viel Kopf machen wollte, was heute aufs Auge kommt, dann habe ich die verwendet, weil die einfach so easy zu benutzen ist. Dazu zählt aber auch die Revolution Palette, diese Mini Reloaded. Die war mal in einer Look Fantastic Beauty Box drin. Die ist genauso, ne? So ein nudiger Look für die Arbeit, ohne viel Kopf machen. Dann waren halt eine von diesen beiden am Start. Ein bisschen mehr Kopf machen musste ich mir bei der Misslin Palette Amazing Oh La La I Need It, weil das ja wirklich drei grüne Schimmertöne sind. Aber der Look, der damit entstanden ist, hat mir trotzdem gut gefallen. Also es hat auch funktioniert mit diesem dunklen Grün, einfach ein bisschen schattieren. Hat genauso gut geklappt, wie als wenn ich einen matten Ton genommen hätte. Dann gab es noch in der Schublade von Essence die Palette Make a Wish Little Fish. Das ist ja diese wunderschöne Strandpalette sozusagen. Wir haben so ein bisschen Wassertöne, ein bisschen erdig für den Sand am Strand und die Sonne und ach, einfach wunderbar. Es ist eine Sommerpalette, das hörst du jetzt schon, aber auch zu dieser Jahreszeit jetzt hat die einfach einen guten Job gemacht und hat mir mega gut gefallen. Ja, und zum Schluss waren natürlich noch die Love-Paletten am Start. Hier einmal die Coral Edition, die ja eben so nicht korallig aussieht. Das hatten wir schon im letzten Video festgestellt. Habe ich, ich weiß gar nicht, kann nicht sagen, wie oft ich welche verwendet habe. Sie waren aber alle mal dran und haben mir alle gut gefallen. Auch diese sehr bunte Palette. Ich habe so ein paar Looks ausprobiert. Hier waren einige Töne am Start. Richtig, richtig schön. Genau, das war die Vibes Edition. Jetzt haben wir hier die Love Rose Edition.
Genau, die schaut ja so aus. Und ich meine, am meisten kam die Rose Gold Edition dran, weil hier einfach dieser sehr besondere Farbton ist, dieser Duochrome, den ich einfach richtig schön finde. Und die beiden Rottöne lassen sich auch super verbinden miteinander. Also es sind einfach tolle Looks entstanden in dieser Zeit. Ich fand die Schublade mega gut. Aber ich freue mich jetzt auch auf die 10, deswegen räume ich eben schnell die Nummer 9 wieder zurück. So, meine Alex-Schränke, da unten ist die Schublade 9, die habe ich jetzt gerade wieder eingeräumt. Alle Produkte sind zurück an ihrem Platz. Der Schrank ist abgeschlossen und wir gehen zum zweiten Schrank. Und hier ganz oben befindet sich die Schublade 10. So schaut sie aus und ich würde sagen, ich räume jetzt eben alles da raus und dann zeige ich dir die Sachen, die da drin sind. Schaut nicht so schlecht aus. So, ich würde sagen, wir starten mal. Ich bin mega gespannt. Zu einem haben wir hier als Primer Perfectitude Mattifying Primer von Love. Der kommt aus dem Love Adventskalender. Pore in Line Minimizer und der ist ölfrei. Das klingt doch schon mal so nicht verkehrt. Mattifying, okay, ich stehe ja mehr auf Glow, aber Poren verfeinern kann man schon ganz gut gebrauchen. Ich habe ihn noch nicht getestet und freue mich jetzt schon aufs Ausprobieren. Und für den Glow soll natürlich auch gesorgt sein. Und das wäre, glaube ich, hiermit gesichert von Revival de Loop Riss Pleasure Drops. Das ist so ein, ja, krasser Schimmer Primer mit so, ja, so einem Pearl-Schimmer drauf, ne? Richtig, richtig cool. Ich freue mich drauf. Ich denke, das wird auch nochmal was ganz Besonderes werden. Foundation haben wir zwei. Einmal hier von Art Deco Perfect Tint Foundation Long Lasting. Das ist die Farbe Cool 24 Porzellan Rose. Ich habe ja mit Rosé zuletzt nicht so gute Erfahrungen gemacht, bin aber gespannt, wie der hier ist. Den habe ich mir mal aus einem Wanderpaket rausgenommen und auch noch nicht getestet. So ein toller Glasflakon, also könnte was sein, wir werden sehen. Von Essence habe ich dann noch Pretty Nature, die Farbe 40, Neutral Vanilla, wie auch immer, mit Hyaluron und Aloe Vera. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht getestet. Also viele neue Sachen hier diesmal dabei. Ja, ich glaube, das ist auch ein recht neues Produkt, ne? Oder gibt es das nur online? Also irgendwie sowas schwankt mir da so. Ja, finde ich gut, freue ich mich drauf, ich bin gespannt. Concealer nicht zu vergessen, obwohl diesmal haben wir einen Corrector von Art Deco, Perfect Tint Corrector. Ich glaube, das ist so ein Pinselding, ja, genau. Und du siehst, ich habe schon mal ausprobiert. Hat mir ganz gut gefallen, ließ sich gut auftragen. Das ist so ein beiger Ton, der dann so Schatten ausgleichen soll. Ja, wir schauen mal, wie der sich so verträgt. Müsste ja mit der Art Deco Foundation ganz gut funktionieren. Wir werden sehen. Puder haben wir zwei zur Auswahl. Einmal von Belle Hypoallergenic, das Aloe Press Powder. Das hat sogar einen Lichtschutzfaktor. Genau, ich glaube, das ist so ein Vanilleton steht drauf. Genau, das schaut so aus. Ja, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das sieht man am Pressing, das ist noch vollkommen da. Lass uns überraschen. Und von CC haben wir auch ein Puder aus dieser British Museum Reihe mit Alice im Wunderland. Ja, Verpackungen, ne? Heieiei. Das ist ja immer so wunderschön. Hier ist auch noch so ein so eine Quaste mit dabei. Du siehst, ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Oh mein Gott, das wird ein Ausprobieren ohne Ende. Wunderschön. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein hellerer Farbton. Das ist eher, glaube ich, so ein Weiß, würde ich meinen. Richtig schön. Ach, zu schade zum Testen, ne? Nein, aber meine Produkte werden wirklich auch benutzt. Das ist mir ganz wichtig. Richtig hübsch. Ein Blush habe ich auch von CC aus dieser Katzenreihe. Meine ganzen CC-Produkte kommen ja alle aus den Abo-Boxen. Es gibt auch schon ein Ron Brand Fullface-Video auf meinem Kanal zu CC. Schau doch einfach mal unter dem i nach oder unten in der Infobox, da habe ich dir das verlinkt. Hier ist dieser Katzenblush. Das ist so ein Multicolor-Blush, mehrere Farben. Richtig, richtig hübsch. Wir gehen mal einmal, hups, durch alle Farben so durch. Ah, da kommt so ein richtig schöner Rosé-Ton mal raus. Gefällt mir total gut. Ja, freue ich mich drauf. Und ich habe von Art Deco auch noch einen Blush in der Schublade. Die Reihe heißt Alter Manila, kann das sein? Ich glaube wohl, ne?
Auch so eine wunderschöne Verpackung, weil das kann Art Deco ja auch nicht so schlecht, ne? Gefällt mir auch immer richtig gut. Ja, und das ist auch so ein Multicolor Blush, auch sehr schön. Man kann da auch durch mehrere Farben gehen, auch so einen leichten Schimmer mit dabei. Und das ist jetzt, ach ja, sehr viel heller, ne? Also sehr viel pinkiger. Ja, so im Vergleich. Aber das ist schön, dann habe ich zwei Farben zur Auswahl und kann entscheiden, was passt besser zum Make-up, zum Lidschatten. Richtig gut. Sehr schön. Der Bronzer in der Schublade kommt von Kiko. Das ist der Perfecting Bronzer Light to Medium. Ist hier die Farbe. Das sind auch zwei Farben. In der Mitte auch so ein bisschen Schimmer. Oh, der ist sehr schön cremig. Ja, ein bisschen hell, aber könnte jetzt um diese Zeit noch funktionieren. Im Sommer dann bestimmt nicht mehr. Aber sehr, sehr, sehr hübsch. Und ich habe auch noch von I Heart Revolution so eine Konterpalette, so eine Chocolate-Konturpalette mit Zartbitterschokolade und Vollmilchschokolade. Ich bin mir sicher, die dunkle wird es wohl nicht. Also das hier reicht ein Konturton auf jeden Fall. Wenn ich hier reingehe, nein, das ist es dann wohl nicht. Ne? Ich glaube, der hellere Ton würde reichen. Ja, ich schau mal. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht im Gesicht getragen. Ich meine nicht. Also wirklich, eins der Produkte, kenne ich das jetzt schon? Habe ich gerade aufgepasst? Ich glaube, den Blush, diesen Katzenblush, den habe ich schon mal ausprobiert. Ich glaube, den Rest wirklich noch nicht. Sehr spannend. Aber den Highlighter kenne ich von I Heart Revolution. Das ist dieser Tasty Watermelon Highlighter. Das sind ja immer diese Packverpackungen in Form einer Frucht. Tasty Watermelon. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, verschiedene Highlighter-Töne auszuprobieren. Und den habe ich wirklich schon getestet, als ich mir damals geholt habe. Wir haben hier wirklich so einen rötlichen Highlighter. Ich nehme jetzt mal die andere Hand hier. Das ist dieser Farbton. Und dann gibt es hier noch so einen grünlichen Schimmer. Genau, und man kann die beiden Farben natürlich auch mixen. Wenn ich das jetzt so ein bisschen vermische, kommt da ja auch ein schöner Ton bei raus. Ja, richtig cool. Den habe ich auch schon verwendet. Freue ich mich drauf. Und ich habe hier noch von Revolution Ultra Stoke Balm Palette. Das ist auch so eine Highlighter-Palette mit so ja, cremigen mit so einer cremigen Textur, die man natürlich auch super als Lidschatten verwenden könnte. Ich zeige dir das mal. Das sind wirklich so richtige Creme-Produkte, die so einen krassen Schimmer haben in verschiedenen Schattierungen. Ja, und hier so ein grün-gelb. Also es ist schon krass als Highlighter. Ich muss es mal ausprobieren. Ich habe es im Gesicht noch nicht getragen. Ich glaube, ich habe schon mal einen auf dem Auge ausprobiert. Ich glaube, diesen roséfarbenen hier. Also der Schimmer ist schon ganz nett. Ich bin gespannt, wie das so ankommen wird. Augenbrauenprodukte habe ich hier zwei. Einmal von Catrice Brow Compact. Das sind die mit dieser Dreierspitze, mit denen komme ich ja nicht so gut zurecht. Es gab eine Zeit lang, da habe ich die super gerne verwendet, aber irgendwie ist die Zeit bei mir vorbei. Aber natürlich brauche ich die noch auf. Das ist die Farbe Granit, also so ein braun-grauton. Und ich habe hier aber auch von Revolution aus dem Adventskalender einen ganz normalen Augenbrauenstift, den man so anspitzen kann, in einer etwas helleren Farbe. Ich würde sagen, das ist so mediumbraun. Ja, werden, denke ich mal, beide zum Einsatz kommen. Düfte habe ich auch zwei diesmal zur Auswahl. Richtig gut. Ich zeige es dir mal. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Das hier wird bestimmt die Firma sein. Omnia ist bestimmt dann der Duft. Das ist dieser hier. Genau, das ist auch noch voll. Das habe ich auch noch gar nicht verwendet. Und dann habe ich hier auch noch von Carolina Herrera Good Girl den Duft. Da fehlt schon ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich den her habe, aber ich weiß noch, ich mochte den recht gerne. Habe ich diesmal jetzt halt eben zwei zur Auswahl. Ein Fixing Spray ist auch dabei von Pixi, das Make-up Fixing Plus Spray. Das kommt aus einer Pink Box. Mascaren haben wir ein paar mehr. Einmal von Trend It Up, Fall/Boom Mascara. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich fand die Farbe der Verpackung einfach sehr reizvoll. Es ist ein Silikonbürstchen mit so einem oberen Schwung und unten ist es gerade.
Bin ich sehr gespannt darauf. Dann habe ich einmal von Benefit das Real Magnetic Mascara. Die habe ich schon häufig verwendet. Jetzt nicht genau die, aber eine andere. Das ist auch ein Gummibürstchen, was so ein bisschen spitz zuläuft. Die gefällt mir ganz gut. Ich mag die Benefit Mascaren eigentlich recht gerne. Die wird jetzt auch neu für mich sein. Die kommt von Neo Makeup. Das ist ja die Kosmetikmarke von Neo Nails. Die war im Neo Nails Adventskalender drin. Ich bin mega gespannt darauf. Das ist auch ein Gummibürstchen. Aber diesmal kein Faserbürstchen dabei. Sehr witzig. Sind aber andere, ist aber eine andere Form. Ne? Unten ist sie nämlich gerade und nicht gebogen. Ja, toll. Ich bin gespannt, wo die Unterschiede sein werden. Und da finde ich gerade noch einen Creme Blush von Max & More aus dem Max & More Adventskalender. Den habe ich gerade übersehen, weil es so ein kleines Tübchen ist. Das ist so ein schicker Rotton. Den habe ich einmal ausprobiert, als ich den neu hatte, weil Creme Blush, ich habe mich da ja immer nicht so dran getraut, aber im Gesicht sehen die eben ganz anders aus als wie auf der Hand. Hier würde man jetzt meinen, oh, das ist ja viel zu krass, aber es lässt sich im Gesicht wirklich richtig gut verblenden und den werde ich auch bestimmt des Öfteren verwenden. Ich glaube, einen weiteren Highlighter habe ich jetzt gar nicht. Vielleicht kommt im Laufe der Zeit, wo ich die Schublade jetzt verwende, ein weiterer Highlighter dazu. Das kann sein, wir verteilen ja immer wieder neue Produkte ins Haus durch Wanderpakete oder neue LAs. Da muss ich einfach mal gucken. Ich habe noch in der Schublade einen Definer Liner von Cia T. London. Der ist ja so perfekt für den Innenwinkel. Das ist ja so ein toller Highlighter-Stift. Und dann würde ich dir jetzt erst einmal eben die Lippenprodukte zeigen, bevor wir mit den Lidschatten weitermachen. Da haben wir nämlich einmal von Clinique einen Chubby Stick, die 7 Super Strawberry. Oh Gott, Strawberry. Super Sache. Und den habe ich auch schon oft verwendet. Der ist auch schon recht lange bei mir. Ich mag ja so schiere Lippenstifte auch furchtbar gerne für den Alltag. Und da habe ich den auch schon einige Male verwendet. Und ich finde, bei denen sieht man das immer irgendwie nicht. Bei diesen Stiften. Sehr eigenartig. Dann habe ich noch aus dieser Herbst Limited Edition von Essence Pumpkin Pretty Please diesen matten Lippenstift. Den habe ich noch nicht verwendet. Matt ist jetzt ja nicht gerade so meins. Der schaut... Oh. Oh nein, was ist das denn? Okay, das sieht jetzt nicht gut aus. Der ist nickelnagelneu, siehst du das? Und da ist Schimmel dran. Wie kann das denn? Das ist ja mega ärgerlich. Okay, den werde ich dann natürlich nicht verwenden. Oh, schade um diese Verpackung. Ich mochte die so gerne, aber nee, ich behalte keinen schimmligen Lippenstift. Der ist damit aussortiert. Aber ich habe noch genug weitere in meiner Sammlung. Hier habe ich von Belle Hypoallergenics Glam and Go Lipstick. Das ist so ein wunderschöner Nude-Ton, so ein bisschen beerig. Oder rosenholzmäßig, ich glaube eher Rosenholz würde man sagen, ne? Richtig schön. Ja gut, Produkte werden auch mal schlecht, ne? Das ist einfach so. Und jetzt habe ich noch flüssige Produkte. Einmal hier von NYX Away Me Glow. Gibt es da auch eine Farbe? Rose Quartz. Den habe ich mal von Nina bekommen. Hier muss man immer den Duft kontrollieren halt, ne, bei diesen flüssigen Produkten. Ja, es ist so ein Kupferton, ne, so ein Orange-Kupfer. Da muss ich ausprobieren, ob das mir steht, das weiß ich nicht wirklich. Das teste ich einfach mal. Keine Ahnung, sowas habe ich noch gar nicht getragen. Von Terra Naturi habe ich einen Lipgloss, den gab es mal reduziert. Es ist die Farbe Gleamy Pink. Ernsthaft, heißt das so? Eigenartig. Genau, ist auch so ein schierer Ton. Muss ich mir auch mal riechen, ne? Besser ist das. Nein, das riecht noch sehr appetitlich. Das ist toll, das passt so ein bisschen zu dem ersten, ne? Richtig schön. Von Trended Up habe ich hier Super Vanish Lipstick in der Farbe 10. Ach, hier ist auch kein, das ist auch so ein richtiger Lippenstift noch. Das sind alle sehr ähnlich, ne? Ich brauche noch einen dunkleren Ton. Also ich denke, wenn wir die Schublade wieder gemeinsam leer räumen, wird hier noch ein dunklerer Ton mit dabei sein, bin ich mir recht sicher. Obwohl, hier habe ich jetzt zwei dunkle Töne, glaube ich, mit am Start. Das sind die Rival Loves Me Stay Forever Lip Gloss, die einmal eine Farbe beinhalten und dann auch so ein Cremeprodukt zum Fixieren und für die Pflege. Da habe ich einmal hier so einen knalligen Rotton.
Und das ist jetzt hier das Dunklere, ne? Okay, dann habe ich ja was für dunkel auf jeden Fall. Und hier einmal den Beereton. Den habe ich schon so oft verwendet. Der ist so schön. Muss ich auch mal eben dran riechen. Jetzt ist man ja ein bisschen vorsichtig, ne? Richtig, richtig hübsch. Gefällt mir gut. Ja, das sind meine Lippenprodukte. Jetzt geht's weiter mit den Lidschatten. Ich starte einfach mal mit den zwei flüssigen Lidschatten aus der Schublade. Die kommen von Revival Loves Me aus der Holy Grail Serie zusammen mit Maxime. Da habe ich die Farben King and Queen und die habe ich beide schon getragen. Auch in Kombination sehen die richtig gut aus und ich freue mich drauf, das dann jetzt nochmal zu tun. Weil es hat mir echt gut gefallen. Hast du die damals auch erwischt? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Weitere Monolidschatten habe ich noch zwei von Essence. Einmal hier so einen matten Farbton. Das ist die Farbe 20 Creamy. Das ist wirklich so ein richtiger heller Farbton zum Grundieren, zum Vorbereiten. Genau, und hier haben wir einmal Pearl. Das ist so ein Schimmerton. Lobster ist hier die Farbbezeichnung. Also irgendwas Rosé-Peachiges. Ja. Oh ja, schön, ne? Gefällt mir gut. Paletten habe ich zwei von I Heart Revolution aus der Chocolate-Reihe. Hier haben wir einmal Toffee Walnuss. Die schaut so aus. Die habe ich schon alle mal geswatcht. Das blende ich dir jetzt auch ein. Aber auf dem Auge getragen habe ich sie noch nicht. Das sind hier wunderschöne Farben. Eigentlich ist das mehr so eine Herbstpalette, würde man meinen, ne? Mit diesen Rot- und Brauntönen, mit diesem tollen Gold. Aber ich bin sicher, da gibt es auch den passenden Anlass zu, die dann einfach mal auszuprobieren. Und dann habe ich hier noch diese Palette, die nennt sich Ruby Core Crumble. Das ist ja diese roséfarbene Schokolade, die es da gibt, ne? Ja, hier haben wir auch natürlich ein paar Rosé-Töne drin, aber auch hier diesen sehr interessanten Ton. Mag ich auch sehr gerne leiden. Ein schickes Rot. Also wunderschön, lassen sich auch mehrere Looks mitgestalten. Ne? Man kann so mit diesen erdigen Tönen bleiben, dieses Peachige, sowas Grungiges machen. Also richtig schön. Ich freue mich drauf. Auch total freuen tue ich mich auf die Catrice-Palette von Maxime Giacomo. Das ist die erste, die so ein bisschen bunter war. Die habe ich auch schon oft verwendet. Ich habe schon diese Blautöne benutzt. Ich habe schon das Grün jetzt verwendet. Bin mit diesen Tönen hier Freund geworden. Also die gefällt mir total gut und ach, ich freue mich drauf. Hiermit kann man auch einen Alltagslook schminken. Ne? Wenn ich hier bei diesen Farben bleibe, ist das auch super was für die Arbeit. Wunderbar. Haben wir noch ein bisschen Platz. Schieben mal ein bisschen. Von Revolution habe ich noch eine Palette. Das ist die, aus dem Adventskalender kommt. Heat Turner nennt sich die. Das sind wirklich so richtige, nudige Töne. Ne? Alles geht so ins Braun, Beige. Hier ist ein Ton, der so ein bisschen ins Roséfarbene geht, aber auch nicht zu krass. Ach, richtig hübsch. Doch, das ist auch so eine Alltagspalette. Wenn man nicht nachdenken möchte, sondern einfach einen Look kreiert, schnell, um loszukommen, dann ist das auch das Richtige. Naja, passend zum Lippenstift gerade wäre hier auch die Palette Pumpkins Pretty Please. Ich hoffe, die hat jetzt nicht geschimmelt. Sieht nicht so aus, denn die ist auch noch neu, wie du siehst. Ich bin froh, dass die heile ist. Ich schnuppe einmal dran. Ne, die riecht gut. Ich habe ein bisschen Bammel jetzt gehabt, ne? Richtig schöne Farben. Also ich bin mega gespannt, welcher Look sich damit zaubern lässt. Gerade oben in der Mitte mit diesem Ton. Bin neugierig, wie das alles so auf dem Auge wirkt. So, wir gehen in die zweite Etage einfach, ne? Von Terra Naturi habe ich hier Peach Me Please, die Eyeshadow-Palette. Hier ist das Ganze so ein bisschen heller, ein bisschen frühlingsmäßiger. Ein toller Pinkton, ein zartes ja, Champagner in so ein Grün gehend irgendwie. Schöne Rosé-Töne, also auch richtig, richtig hübsch. Von Catrice habe ich noch Dear Universe, die ist ja auch recht neu noch, die Palette. Eine LA aus Ende letzten Jahres, würde ich meinen. Ja, hier sind auch so viele Möglichkeiten gegeben. Die ist auch noch unbenutzt. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Schublade für mich jetzt. Bin mega gespannt, was da alles bei rauskommt. Von CC habe ich hier eine Palette aus der Long Colorful Reihe. Das ist diese hier. Ah, ist das nicht eine Face Palette? Ah! Bronzerpalette. Die habe ich gerade vergessen, das habe ich nicht gesehen. Also hier ist ein Highlighter. Ja, genau, ein Highlighter und zwei Bronzertöne. Ah,
Die habe ich gerade übersehen. Okay, die kommt natürlich dann noch auf die andere Seite quasi. Aber ist auch richtig schön und praktisch. Und ich finde die Verpackung hier einfach auch mega edel. Okay, keine Lidschatten, aber sie ist auch in der Schublade 10 zu finden. Dann bleibt zum Schluss noch eine CC Lidschattenpalette. Da bin ich mir jetzt auch ganz sicher mit Nofritete. Ich weiß nicht mehr, ob das meine erste war oder die zweite. Auf jeden Fall eine ganz frühe Palette von CC aus der Abo Box. Ich finde sie richtig schön vom Packaging. Die sind ja auch so schwer und massiv gearbeitet. Einfach sehr hochwertig. Und hier geht jetzt mal ein ganz anderes Farbspektrum rein. Das ist auch echt eine tolle Mischung an Farben insgesamt von den Paletten, finde ich. So einen tollen Ockerton. Wir haben ein Orange, ein Rostrot. Wir haben hier so einen krassen Pressed Glitter. Also wo man auch schon so einen Glitterglue braucht zum Auftragen. Hier ist auch mal was Peachiges. Hier was ganz Dunkles, Violettes, was wieder super zu meinem Nagellack heute hier passt. Richtig toll. Also ach, ich freue mich drauf. Super, das sind also die Produkte aus meiner Schublade 10. Es wird eine spannende Zeit. Ich räume das eben ein und dann zeige ich dir nochmal, wie mein Spiegelschrank und meine Schublade im Bad nun aussehen. So, zurück im Badezimmer. Ich habe alles eingeräumt. Hier haben wir einmal die drei Mascaren stehen. Hier einmal den Corrector und von Seattle London den Definer Liner. Hier die beiden Augenbrauenprodukte. Hier unten habe ich jetzt Fixing Spray, die beiden Primer und die zwei Foundation, die beiden Düfte und die ganzen Lippenprodukte. Das werden auch von Mal zu Mal mehr. Gut, dass ich hier nachgerüstet habe und eine zweite Aufbewahrung habe. So, und hier unten in der Schublade haben wir nun Highlighter, Bronzer, die Highlighter-Palette steht dort vorne, meine ganzen Blushes, die beiden flüssigen Lidschatten von Catrice. Hier nochmal die Konturprodukte, Puder und dort meine Lidschatten. Ja, ich habe schon oft genug gesagt, ne? Ich freue mich jetzt auf die Zeit, die Sachen zu testen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, unterstütze mich doch sehr gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.